wartete ein nervöser Schreck auf das Treffen mit Fionas Eltern, König Harold und Königin Lillian. Um sie zu beeindrucken, hatte er sogar seine Nasenhaare gestutzt. Nach dem kleinen Fehlstart hießen der König und die Königin Schreck herzlich willkommen. Ein Privileg, das sonst nur Popstars und Staatsoberhäuptern gilt. Oder doch nicht? König Harold hätte weitaus lieber Prinz Charming als seinen Schwiegersohn gesehen und keinen fetten, nasepopelnden Oger. Schreck erklärte höflich, er liebe Fiona und kein aufgeblasener König habe sich über seine Statur lustig zu machen. Zum Glück konnten Fiona und ihre Mutter den Streit schlichten. Schließlich trat die mächtige, gute Fee an den König heran. Sie war berühmt für ihre Happy Ends und viele Leute standen in ihrer Schuld. Sie kann Menschen verschwinden lassen und niemand kann ihre Angebote ablehnen. Du weißt, worauf ich hinaus will, ja? Sie könnte mich in die ewigen Jagdgründe schicken, wenn ich zu viel erzähle. Und glaub mir, daran ist mir nicht sehr gelegen. Am Morgen war die Stimmung schon entspannter und König Harold lud zu einem Rundgang durchs Königreich ein. Willkommen im Land weit, weit weg. Schöne Geschäfte, tolle Aussichten und eine nette Bürgerschar. Wie sieht es aus? Wollt ihr euch nicht als meine Laufburschen nützlich machen? Laufbursche Schreck steht zu Diensten. Wenn ihr dieses Symbol seht, ist der Moment gekommen, dass ich euch brauche. Ein riesiger Troll ist hinter dem Familienschmuck her. Könnt ihr die Juwelen sammeln, bevor der böse Troll entwischt? Ihr versteht euch sicher blendend. Trolle und Oger sollen ja entfernte Verwandte sein.
Ich hab's kapiert. Aschenputtel hat es inzwischen weit gebracht. Sie putzt keine Fenster mehr, sondern schaut sich nur Schaufenster an. Aber hier treiben sich viele Straßenräuber rum. Werdet ihr sie beschützen, während sie nach einem paar gläserner Schuhe sucht, die zu ihrer neuen Herbstmode passen? Ausgezeichnet! Oh, und Schreck, warum kaufst du dir nicht mal ein Deo? La 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 la. Wenn ich das anziehen muss. Bisschen Kragen. Ob das im Angebot ist? Nur über meine Leiche. Ich stopf dich wie einen Schafsmagen. Nur über meine Leiche. Ich bin schon. Mutter wäre stolz. Ich bin zäher als ich aussehe und ich sehe schon zäh aus. Ich gucke gleich mein Ehemann. Wie ungehobelt. Oh, oh, ob das wohl im Angebot ist? Das wird mir voll gut stehen. Das würde mir gut stehen. Da, 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 da. Von wegen, Frauen gehören an den Herd. Schicke Farbe. Toll zum Kleid. Na, du bist aber frei. Was mein Gerde? Da, 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 da. Ich verpasse dir eine königliche Tracht Prügel. La la la, la 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 la. Wie für mich gemacht. Schicke Farben passen zum Kleid. Nimm das! Wie für Aschi gemacht. Wie schmeckt der Huf so? Wenn du dich mit einem Fuß dran, hast du gleich alle am Hals. So was? Wie schmeckt der Huf so? Nur über meine Leiche. Ganz wie für mich gemacht. Am besten lernt man auf die harte Tour. Ganz wie für mich gemacht. Ich suche schon ewig nach dem... Mutter wäre stolz. La la la, la 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 la. Royal Flash. Schicke Farben. Toll zum Kleid. Nimm das! Ich suche schon ewig nach dem anderen Schuh. Mein Parfum heißt unbesiegbar. La-da-di-da-da, la-la-la. Nur über meine Leiche. Oh, oh, ob das wohl im Angebot ist? Ich war das genug, Prinzessin, für dich? Das wird mir voll gut stehen. Bist du fertig? Ob das im Angebot ist? Und die Hufattacke! Wenn ich das anziehen muss, sterbe ich. Schicke Farben. Toll zum Kleid. Das scheint passend. Ja, man muss hart im Nehmen sein. Oh, das gefällt. Mondkämpchen schlägt zu. Das Shirt passt nicht zu meinem Look. Ich stopf dich wie einen Schafsmagen. Oh, oh, ob das wohl im Angebot ist? Schicke Farben passen zum Kleid. Schicke Farben passen zum Kleid. Wenn ich das anziehen muss, sterbe ich. Ich suche schon ewig nach dem anderen Schuh. Schicke Farben. Toll zum Kleid. Volle Kanne!
Wie für Aschi gemacht. Schicke Farben. Toll zum Kleid. Wie für mich gemacht. Oh nein, da ist jemand explodiert. Humpty ist kaputt und alle Rösser und Reiter des Königs sind verstreut. Können deine dicken Ogerdaumen da helfen? Vorsicht vor den Bauern! Schön! Hat jemand eine Tube Klebstoff? Am besten lernt man auf die harte Tour! Nein, der Rattenfänger ist hier. Er flötet wie ein Irrer. Werdet ihr ihn und sein ekliges Getier schnell für mich los? Radikal, ratastisch, ratatouille! Schön wär's doch jetzt im Schlafwagen.
geschlagen. Richtig, ich bin gefährlich und niedlich. Meine Ohren auf! Autsch! Immer auf die Kleinen! Ich bin ein Ritter der Schwafelrunde! Krawallmacher verwüsten die Straßen und kämpfen wie wild gewordene Oger. Ich meine Bestien. Verhaftet sie und steckt sie in den Knastwagen. Ausgezeichnet! Ihr seid sehr gehorsam. Heldenzeit! Ich bin einfach größer als du. Ja, grün haut rein. Du bist aber weich. Ein Ogre ist los! Eine gefiederte Katastrophe ist ausgebrochen. Der Hühnertransporter ist umgekippt. Wir müssen die Hühner einfangen. Kommt schon, wir haben noch mehr Angst als ihr. Wie mutig von euch, diese Hühnerherausforderung anzunehmen. Thank you.
Sind die Hühnchen jetzt eure Freunde, ja? Schreck, herzlichen Glückwunsch. Du bist sehr kräftig. Fiona, willst du den anderen nicht den Weg zum Schloss zeigen? Verflixt! Dann muss jetzt Plan B herhalten. Sprecht den vergifteten Apfel mit dem Ogerjäger.